Okay. Ja, weil die rutscht da immer gern runter von der Phantom. Die sitzt da nicht so gerne drauf, deswegen muss ich da ein bisschen aufpassen, dass ihr nichts passiert. Ja, hallo, der Matthias ist hier und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist bei meinem neuen Video. Diesmal gibt es eine kleine Fortsetzung hier. Und zwar hatte ich ja schon einmal ein Video über all meine Kameras und Drohnen gemacht. Das liegt jetzt schon ein bisschen weiter zurück und in der Zwischenzeit ist doch einiges noch mit dazugekommen an Kameras und Drohnen, so dass ich euch jetzt da mal auf den neuesten Stand bringen möchte, was ich aktuell da so als Setup am Start habe. Ja, dann fangen wir gleich mal an. Als Hauptkamera dient mir natürlich immer noch die schöne Ursa, Blackmagic Ursa mit 4,6K Auflösung. Die zeige ich euch gleich noch mal ein bisschen im Detail. Und dann habe ich natürlich, das muss ich mal überlegen. Ja, genau, dann machen wir mit der GoPro weiter, mit der GoPro Hero 9. Die könnt ihr hier sehen. Und natürlich jetzt mit dazugekommen aktuell ist die X2, die Insta360 ONE X2 von Insta aus China. Die 360-Grad-Kamera, mit der habe ich ja auch schon einige Videos gemacht. Ich hoffe, die gefallen euch. Auch gerade die Spezialeffekte, die ich da immer so mit einbinde. Ja, natürlich ist dann noch die Osmo Action 1. Ich hoffe ja, dass bald mal ein Nachfolger dazu auf den Markt kommt, auf den Markt gebracht wird von DJI. Wir warten alle auf eine Action 2. Das wäre ganz klasse, wenn wir da wieder Zuwachs bekommen würden. Ja, und bis dahin erledigt sie ihren Job natürlich noch richtig gut. Ja, und die Pocket 2 haben wir natürlich, die steht da drüben. Die werde ich auch gleich mal wieder auf mein neues Gimbal setzen, auf das Z-Achsen-Gimbal, so dass ich euch dann ein paar Detailaufnahmen von den einzelnen Kameras und Drohnen auch noch präsentieren kann. Okay, dann kommen wir mal zu den Drohnen. Da ist natürlich immer noch meine Phantom 4, mein Flaggschiff. Meine Drohne, die ich am längsten jetzt mittlerweile habe. Ich komme nicht allzu oft dazu, sie zu fliegen, da sie doch ziemlich unhandlich groß und laut ist, aufsehenerregend. Vielleicht haben wir im Frühjahr noch mal die Gelegenheit dazu, in Altenbruch am Strand so ein kleines Comparison-Video von allen Drohnen zu machen. Das wäre ganz toll. Vielleicht ist der Otter auch dann wieder mit dabei? Das würde mich sehr freuen. Viele Grüße an dich, Otter, hier an dieser Stelle. Okay, ja, und dann natürlich die schöne Mavic 2 Pro. Die bin ich in letzter Zeit auch nicht mehr allzu oft geflogen, da sie gerade jetzt im Vergleich zu den anderen Modellen recht schwer ist. Laut ist okay, sie ist nicht so wahnsinnig laut, aber man merkt es dann doch schon eher. Sie hat natürlich die fantastische Bildqualität, aber ich muss mal schauen. Das wäre natürlich auch dann wieder eine gute Gelegenheit, im Frühjahr ein bisschen an die Strände hier zu gehen und mit der Mavic 2 Pro, mit der Hasselblad-Kamera ein paar schöne Aufnahmen für euch zu machen. Dann ist letztes Jahr mit dazugekommen die Mavic Air 2. Die ist ganz hervorragend von ihren Flugeigenschaften und der Bildqualität natürlich auch. Und sie ist leise, sie ist schön leicht, fliege ich auch sehr gerne. Und zu guter Letzt natürlich unser kleiner Star hier, die Mini 2, die ja im letzten Jahr mit dazugekommen ist, meine letzte Drohne, die ich neu gekauft habe. Die macht mir eigentlich immer viel Spaß. Ich nehme sie sehr oft mit, wenn ich auch mal spontan ein paar Aufnahmen machen möchte für euch. Okay, ja, bei der, die rutscht da immer gern runter von der Phantom. Die sitzt da nicht so gerne drauf, deswegen muss ich da ein bisschen aufpassen, dass ihr nichts passiert. Ja, Vorführeffekt wieder einmal. Bei der Gelegenheit möchte ich euch dann auch gleich mal daran erinnern, dass ihr natürlich gerne mir ein Like geben könnt, einen Daumen nach oben. Schreibt einen kleinen Kommentar, wenn euch irgendwas interessiert oder ihr noch Wünsche habt für meinen Kanal. Und natürlich, falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonnieren.
ganz wichtig, und die Glocke drücken, damit ihr immer aktuell benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video oben habe. Ja, okay, dann schnappe ich mir jetzt mal die Pocket 2 und mache damit noch ein paar kleine Detailaufnahmen für euch. Ich lasse sie mal einfach laufen dabei. Dann schraube ich sie wieder hier auf meinen Gimbal von Scotty Makes Stuff aus Australien. Setze das Smartphone mit dazu. So machen wir das. Okay, nochmal kurz Pause. Und nochmal wieder starten. Ja, gut. Und dann kann ich damit mal filmen. Hier erstmal die Hero 9. Die habe ich hier so als obendrauf Kamera, als Übersichtskamera. Nutze ich die ganz gerne. Nimm jetzt doch mal die Brille mit dazu, damit ich ein bisschen mehr erkennen kann. Ja. So, da ist die Hero 9. Scharfstellen, genau. Die leistet mir halt sehr gute Dienste. Sie rauscht ein bisschen, ihr Rauschverhalten ist nicht ganz so optimal. Aber okay, da muss ich mich noch mit beschäftigen, ob ich da noch ein bisschen was an Qualität rauskitzeln kann. Gut, hier haben wir dann die Action. Die Osmo Action 1. Die hatte ja jetzt erst vor kurzem ein Update erhalten. Und seitdem ist auch das Color-Profil viel besser. Gefällt mir schon sehr gut. Okay. Und natürlich unser kleiner Star hier. Die Insta. Die Insta 360 One X2. Gehen wir auf die andere Seite, dann kann ich das besser mit den Scheinwerfern verbinden. So, da ist die gute Insta. Habe ich auch mal das Recording gestartet, das hatte ich eben vergessen. Mit dem Screen, wo man halt richtig gutes Vorschaubild auch hat. Ja, das macht sehr viel Spaß damit zu experimentieren und gerade auch diese Bullet-Time-Aufnahmen damit zu machen und dann mit Spezialeffekten in der Nachbearbeitung zu versehen. Okay, dann natürlich die Ursa. Zeige ich euch hier mal. Kann ich mal einen der Scheinwerfer drauf ausrichten, dann haben wir auch ein bisschen mehr helleres Bild. Meine Ursa. Ein großes Flaggschiff, die Hauptkamera. Mit einem extra Screen, den ich jetzt noch dafür besorgt habe. Der ist schön hell. Könnte man auch sicherlich draußen ganz gute Aufnahmen machen. Mal schauen, wenn ich mal wieder das große Teil nach draußen schleppe. Ist halt auch immer recht aufwendig, das Ganze. Aber sie macht mir doch viel Freude, immer noch. Okay, ja, dann schauen wir uns die Drohnen nochmal von dieser Seite an. Die Mavic 2 Pro haben wir hier. Ja. Darüber die Mavic Air 2. Und auf der anderen Seite die Phantom 4 Pro und die süße kleine Mini 2. Jo. Scheinwerfer mal wieder zurückstellen, dass wir genug Licht hier auch haben. Okay. Und dann werde ich jetzt mal die Pocket 2 wieder lösen von dieser Vorrichtung, von dem Antiverwackler. Und stellen wir sie mal wieder hier hin, wenn sie stehen bleibt. Ich muss nochmal ein weiteres Stativ für sie besorgen. Okay. Umgedreht, ja. Hat sie mich hier auch wieder gut im Blick. Scharf gestellt. Mal darüber. Okay. Ja. Mache ich das mal wieder ab. Legen wir das zur Seite. Und dann habe ich jetzt natürlich auch neu bekommen
diesen Charging Dome für meine Mini 2. Zeige ich euch nochmal eben, muss ich die Flügelchen mal wieder einklappen bei der Mini 2. So, hier auch. Und dann kann ich die nämlich da so draufsetzen auf den USB-C-Anschluss. Dome wieder zu und dann fängt sie da drin an zu laden. Und das sieht auch richtig schick aus damit. Ich habe sie euch ja auch schon beim Unboxing gezeigt, wie ich sie dann auf dem Drehteller hatte. Vielleicht blende ich das hier noch mal kurz ein. Das sieht also sehr stylisch und wirklich hübsch aus. Gut. Okay. Ja, somit habe ich euch dann mal wieder auf den neuesten Stand hier gebracht, was meine Kameras und Drohnen angeht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich schneide jetzt gleich noch mal einen kleinen Clip für euch zusammen mit verschiedenen Aufnahmen der einzelnen Kameras. Und wie schon gesagt, im Frühjahr oder spätestens im Sommer werde ich dann auch wieder ein Comparison-Video machen, möglichst mit allen Drohnen, möglichst mit allen Kameras, sodass ich euch dann das mal zeigen kann, wo die Unterschiede liegen, die Stärken, die Schwächen natürlich auch. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, abonnieren, die Glocke drücken, ihr kennt das ja alles schon. Und dann verbleibe ich erstmal, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns dann bald in meinem nächsten Video. Also bis dann, euer Matthias. Falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, the sky is falling down. Even if the sky is falling down.